Lass die Lästermäuler reden, lass sie sich zusammentun. Weihnachten ist schön für jeden, keiner ist da ganz immun. Wenn die Helligkeit verschwindet, weil das Licht nach unten zieht, merkt man, dass man gern verbindet, was man fühlt und was man sieht. Manches, das uns tiefer eingeht, war durch Sonne zugedeckt. Wer ehrlich für sich selber einsteht, den hat Weihnachten nie geschreckt. Baum, der schon vorausgenommen Helligkeit ins Dunkel trägt. Stimmung, die genau genommen jeden Menschen heute bewegt. Weihnachten ist schön für jeden. Keiner ist da ganz immun. Gut zu denken, gut zu reden, gut zu sein und gut zu tun. Das ist viel. Sei es uns beschert. Es ist ein Ziel mit Weihnachtswert. Hallo, 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 immer wieder, hallo, grüße dich zum vierten Advent. Ja. Willkommen, willkommen, lieben, ihr Lieben. Ja, zum vierten Advent. Ja, die Zeit rennt. Die Zeit rennt, ja, richtig. Aber wo rennt sie denn hin? Das ist die Frage. Wo gehen wir denn alle hin? Genau. Weil das Leben geht ja immer weiter. Ne? Ja, aber, wo gehst du hin? Es ist ja oft so, dass man gewöhnt sich an die Dinge und es ist ja alle Jahre wieder, nur das Weihnachtsfest, das ist so schön. Ja, und irgendwann will man es nicht und dann macht man es doch und, ja, ganze, und takelt alles auf. Aber weißt du, das Problem ist immer, man will, was man will, das ist die Sache mit dem Willen. Ja. Das ist, jeder hat ja seinen eigenen Willen, ne? du ja auch. Ne? Ist wahr? Ja, ich ja auch. Und da ist es manchmal so, ne? Ich will, was ich will und du willst, was du willst. Ne? Ja. Und jetzt will ich einen Kaffee. Wo kommst du auch? Ne? Okay. Wo kommst du auch? So sind wir hier bei zu Hause bei Eberts, ne? Ja, danke. Ja. Danke. Ich fühle mich aber auch gut, ne? Glücklich zu sein ist ja wichtig im Leben. Ne? Das kannst du wohl sagen. Ja. Ich bin mein 53. Weihnachtsfest. Das ist schon viel, ne? Wahnsinnig. 53 Mal, ne? 53. Unglaublich. Und ich? Ich warte. Ja, das ist ja auch nicht so viel mehr, ne? 33 Mal mehr hast du, aber nicht hier, in diesem Haus, ne? Naja. Ich meine, ich habe ja 22 Jahre in Amerika verbracht, ne? Und bin jetzt schon wieder fast 7 Jahre hier in Deutschland. Ne? 7 Jahre. Wie das jetzt so alles weitergeht, wissen wir nicht. Aber wir sind zu Hause und darum geht es ja. Das Gefühl von zu Hause möchten wir auch hier vermitteln mit Kaffeeklatsch. Ja. Zu Hause bei Muttern. Ne, wo man Gemütlichkeit. Ich versuche immer noch zu trainieren, das hat sie immer noch nicht so gern. Erstmal anstoßen. Ich habe noch nicht gekleckert. Du hast aber nicht gekleckert, nicht ums Kleckern, es geht ums Anstoßen. Ums Anstoßen. Ja. Hier, Pröschen. Willkommen, ihr Lieben. Schön. Guck mal, was ich da Kleines, Leckeres habe. Ja, das ist ganz Neues, das habe ich noch nicht gesehen. Nee, Patisserie. Hast du selber gemacht, ne? Ja, Quatsch. Ja, Mini-Patisserie. Miau, miau, miau. Sieht aber sehr lecker aus. Ich bin ja auch gespannt, wie das schmeckt. Versuche ich mal. Ne? Auf euch. Ja. Auf die Liebe. Erstmal mit. Auf Weihnachten. Und auch schon auf das neue Jahr und die guten Vorsätze und das neue Leben, ne? Mhm. Ja? Hier, auf euch. Auf uns. Mhm. Auf dich. Mhm. 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 Mmh. Oh wow, mmh. Gute Güte. Ist das so? Man, ihr hört ja schon ein bisschen, wie es schmeckt, aber es ist unglaublich. Ist ein Meisterwerk. Ist eigentlich zu schade zum Essen. Ja, aber es ist irre. Nicht? Also, wie auch hier der Text eben von meiner Freundin Vera. Ist auch wieder von der Vera, ja, ne? Ja. Und zwar, du weißt, die Vera Hempelmann, die Leiterin der Wendeltreppe in Hamburg. Mhm. Eine der dicksten Frauen. Ja, ja, richtig, ja. Oh, so, aber so ein liebevoller Mensch, so ein toller Mensch und so ein intelligentes Weib. Wirklich toll. Ja, das ist wichtig, ne? Liebevoll zu sein. Und darum geht es ja eigentlich auch. Nee, aber ich wollte noch mal sagen, mit dem Text von ihr. Ja, lass die Lästermäuler reden, nicht? Es gibt ja wirklich Leute, die sagen, oh Gott, wie furchtbar und Weihnachten, wir wollen nichts von Weihnachten wissen, wir fallen lieber in Schnee. Richtig, so. Aber ja. Irgendwie, also mir geht es jedenfalls immer, ist für mich Weihnachten was ganz Besonderes. Es gibt ja auch, richtig, ja, aber es gibt ja auch nicht Großteil, einige Teile der Welt, die feiern überhaupt nicht Weihnachten. Ja, ja, weil ich war jetzt gerade in der Türkei. Ja, ne? Ja, die Moslems. Die feiern voll. gar kein Weihnachten. Was feiern die eigentlich? Also bei denen ist Mohammed auch irgend sowas, ne? Ja, bei denen ist der Heiland gar nicht geboren. Den gibt's. Nee, da gibt's ja den Mohammed, der hat ja andere Sachen gemacht, ne? Aber ja, weil die alle weisen ja auf das Gleiche hin, die Erlöser sozusagen, ne? Oder der Messias. Mhm. Ja,
der ja eigentlich alle in uns lebt. Ne? Das ist ja nicht außerhalb von uns. Und das ist ja die Sache. Und das ist ja auch die Nachricht zu Weihnachten. Aber eigentlich schlimm, finde ich, die Leute, die das Weihnachtsfest nicht feiern. Ja, ja, aber was ist schlimm ist, es gibt viele Leute, die sind alleine zu Weihnachten. Ja. Ja. Das ist ganz. Und das ist schön, wenn man auch Familie hat, und das vermisse ich auch so ein bisschen. Ne? Ja. Natürlich auch sehr mit meinen Kindern in Amerika. Ne? Und ja, natürlich auch, dass ich niemanden in meinem Leben habe, mit dem ich das wirklich teilen kann. Es ist natürlich schön, dass ich meine Mama habe, das ist wenigstens etwas. Ne? Aber wenn, du weißt ja, was ich meine. Ja, ne? ja. Aber was meinst du, für mich ist das ganz schlimm, weißt du, wo wir waren mal eine große Familie. Und meine Enkel, ich habe nichts von meinen Enkelkindern. Ja, ja. Nichts, gar nichts von meinen Enkelkindern. Ich weiß. Aber es ist ja immer noch eine Möglichkeit, ne, solange man noch lebt, Dinge neu zu erschaffen, ne, oder eine neue Wendung zu geben im Leben. Ne. Es ist immer eine Möglichkeit für den Neuanfang. Ich denke auch, das neue Jahr ist ja auch symbolisch dafür, für den Neuanfang. Eigentlich jeder Tag, jeder Moment ist ja eine Möglichkeit für den Neuanfang. Ne. Ja. Das ist natürlich schwierig, weil man hat sich so an Dinge gewöhnt. Ne? Mhm. Und Veränderung, ich finde ja Veränderung toll, ich liebe ja Veränderung. Na, du bist ja auch noch jung. Gut, Sie lieben, ja. Ich bin noch jung. Ja, ja, ich bin auch. Es gibt ja. Aber in meinem Alter, ja, Veränderung, ich will nichts mehr von Veränderung. Richtig, haben. Ja. Ich kämpfe um jedes bisschen, was du zur Seite stellst, weißt du ja, ne? Mhm. Was eigentlich, was ich mal bekommen habe und so. Und da leide ich drunter, weil das meine Erinnerungen sind. Das ist ja, ich bin ja jetzt in dieses wunderschöne Zimmer umgezogen, was ja eigentlich auch eine tolle Sache ist, da ich jetzt auch hier oben bin. Mhm. Ja, und wir bringen auch mehr Zeit zusammen, weil wenn, als ich unten war, das war ja immer so ein bisschen separat. Ja. Und das ist jetzt ein bisschen anders geworden. Ne? Das ist richtig. Und dass ich mich natürlich auch in diesem Zimmer so ein bisschen selber einrichten möchte. Ich meine, ich habe ja gar nichts. Es ist ja auch darüber mal zu denken, neue Tapete oder neue Bilder an die Wand zu hängen oder was auch immer, ist ja gar nicht denkbar zu dem Tag. Das Zimmer ist ja eigentlich wunderschön, wie es ist. Ne? Mhm. Nur die Regale sind voll von Büchern, ne? Und voll von, ich sag mal, Tinef und Andenken, ne? und kleinen Hähnen, du liebst ja die Hähne so sehr, und kleine Elefanten, ne? und Schnickschnack, ne? Und naja. Überall ist da was. Ne? Ja, man versucht sich ja irgendwie anzupassen irgendwie und auch miteinander auszukommen. Mhm. Ne? Und zu sagen, es ist ja so ein Leben, so ein Geben und Nehmen. Irgendwie, ne? Ja. Das versuchen wir auch, ne? Und hoffen wir auch, dass wir vielleicht euch mal so ein bisschen daran anregen können, auch mit anderen da besser auszukommen, anstatt immer, das ist nein, ich möchte es so haben, wie ich es will. Ja? Gut zu denken, gut zu sein, ja, genau. Gut zu tun. Richtig, sehr gut. Sehr das gut, ist ja. Viel, genau. Sei es uns beschert. Mhm. Das ist ein Ziel mit Weihnachtswerk. Die Dolly hat es gesagt. Also, habt ihr gehört? Ja, hat recht. Gut zu denken, gut zu sein, sehr reich. Mit zu tun, gut zu tun. Ja. Man kann ja auch Eis zum Kaffee essen. Genau. Weißt du, ich habe schon gedacht, ich habe ja die schönen Weihnachtsbäume wieder, die Marzipan-Weihnachtsbäume, weißt du? Man kann auch Eis in den Kaffee, kann man auch. Ja. Kann man auch. Ne? Was ich auch gerne mal mache, ist manchmal Baileys im Kaffee, so ein bisschen. So ein kleines Schuss Baileys rein. Ja. Haben auch wir noch Baileys? Nee, haben wir nicht. Nee. Oder über Eis, Vanilleeis und ein bisschen Bailey rüber. Sau lecker. Nee, also ich habe lieber die reinen, sauberen Sachen. Meine Mutter. Die klaren Sachen. Nicht so was Vermixtes. Nicht so wie ihr Sohn das macht, ne? Der ist ja. Nicht so Vermixtes. Genau. Hat wie sagt man, ist was gar ist, trink. Sprich, was wahr ist, ist was gar ist und trink, was klar ist. Und klar ist, ne? Das habe ich mich eigentlich auch mal dran gehalten. Ja, also so Cocktails machen wir gar nicht, ne? Nee. Ja, geht gar nicht. Denn das ist nicht rar. Gar, rar. Klar. Klar. Jetzt nochmal. Klar. Ja, das ist wahr. Ne? Ja, aber es gibt ja auch solche und solche. Ne? Und jeder hat ja seinen eigenen Geschmack und ich denke, das sollte man auch anerkennen. Ne? Auch wenn es nicht dein Ding ist, musst du ja nicht. Es ist ja nicht, dass wir unsere Richtlinien anderen aufzwingen sollen. Ne? Jeder ist ja so, wie er ist. Aber ist ja gut, ne? Der erste Satz ist der wichtigste. Sprich, was wahr ist. Ja, natürlich. Ja. Aber das ist ja auch so eine Sache mit der Wahrheit. Da könnte man vielleicht auch mal kurz. Was ist das? Ich meine, was wahr ist für dich? Ist ja nicht unbedingt wahr für mich, weil jeder hat ja seine eigene Wahrheit. Ich meine, es gibt natürlich eine universelle, objektive Wahrheit. Ne, wie zum Beispiel die Gesetze, die Naturgesetze. So eine Sache. Ne? Die sind wahr, auch wie auch immer du die auslegst, die sind wahr. Ne? Aber jeder hat ja seine eigene Wahrheit. Die kommt ja, das Interessante ist ja, die Wahrheit kommt ja von meiner eigenen Wahrnehmung.
was ich für wahr nehme. Ja, aber oft ist es ja auch so, es gibt ja auch viele, um ein ganz extremes Beispiel zu nennen, viele Kriegsverbrecher, oder zum Beispiel der Hitler oder was auch immer, die rechtfertigen sich selber. Zum Beispiel der Trump, der rechtfertigt sich selber für den, der denkt, er macht Gutes für sein Land. Der ist nicht gedruckt. Aber der lügt, das ist ja, wir lügen oft uns selber an und die Lügen werden dann unsere eigene Wahrheit. Das ist ja das Verrückte. Das ist das Verrückte, ne? Und da wissen wir gar nicht mehr, was los ist. Ne? Ja. Weil, ich denke, das fängt von klein auf an, weil Kinder wissen genau, die Kinder sind ehrlich, Kinder sind wahr, die wissen, warum soll ich lügen? Ne? Die sind einfach ehrlich. Ne? Ah, gibt aber auch. Nee, aber ganz klein, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Bevor sie beeinflusst werden von der Gesellschaft, dann fangen sie an, weil dann haben sie Angst. Warum lügen wir denn? Weil wir Angst haben, die Wahrheit zu sagen. Deshalb lügen wir doch. Ja? Und da fängt das ja schon an. Und wir erzählen die Kinder. Genau, richtig. Aber wie mit dem Pullover, ne? Das ja, Beispiel, genau, ne? Richtig. Ja, wenn genau. Die Oma einen schönen Pullover strickt und du kriegst als Kind die und findest ihn schrecklich und der kratzt und alles und dann kommt die Oma zu Besuch und dann sagt die Mutter, aber hör mal, sag das, nicht der Oma, dass das nicht das gefällt. Ja. Da geht das los. Da, da pflanzt du die Lüge in ein Kind hinein. Ja. Oder mit meinem Weihnachtsmann, Osterhasen, diese ganzen Sachen. Ne? Ja, ja, auch das alles. Das ist alles, Lüge, ne? Die Zahnfee, die kommt. Mhm. Ne? Geschichte ist ja eigentlich auch so eine Lüge. Wir lernen über die ganzen Kriege in der Vergangenheit und wir lernen nur Fakt. Aber der Hintergrund weiß keiner. Ne? Der Storch bringt die Babys. Genau, absolut, wirklich. Solche Sachen, ne? Ja. Richtig, ja. Ne? Und die Politiker kümmern sich um das Allgemeinwohl. Ja. Dafür sind sie da, dafür wählen wir sie ja, ne? Dafür zahlen wir unsere Steuern. Mhm. Ne? Ja. Ne? Ja. Ist schon eine verrückte Welt, in der wir leben. Aber deshalb wollen wir uns besinnen. Mhm. Ja? Wir erkennen, was wichtig ist, uns daran zu erinnern, wirklich die menschlichen Beziehungen. Aber jetzt sind mit, apropos, wie du sagst, das Steuern, da sind sie jetzt ja doch schon ein ganz Stück weiter, dass die Betuchten doch ganz schön mit mir, ja, richtig, ja. Abgeben müssen. Ne? Und aber das ist eigentlich richtig. Richtig, ja, aber dann ist es ja, ich meine, so viel Geld, das für die Rüstungsindustrie ausgegeben wird, ja, und rausgeschleudert wird, ne, für hirnverbrannte Dinge. Ne, und wir rauben Mutter Erde, also ihre Bodenschätze, wir nehmen die Bodenschätze, wir zerstören die Umwelt. Ne, und ja, auch wenn wir die Reichen ein bisschen mehr besteuern. Ne. Man, wo geht dieses ganze Geld hin? Und Weihnachten, wir geben so viel Geld aus, um nur zu kaufen, wir konsumieren, um dann wieder wegzuschmeißen, wieder neu zu kaufen. Dann arbeiten wir, um uns Dinge zu leisten, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen. Ja. Ja? Und wir sind eigentlich abhängig davon. Das ist dann kauft man sich einen Mantel, den man überhaupt nicht braucht, den man überhaupt nicht anzieht. Ich habe mir einmal einen Mantel geleistet, der eigentlich sehr schön ist. Ich habe ihn zweimal angehabt. So? Aber den werde ich auch nächstes Jahr noch anziehen, natürlich. Aha. Ja, richtig. Aber ich habe jetzt ein Vogelhaus bekommen. Oh, wunderschön. Wunderbar, das kam allerdings in ganz tausend Teilen. Und der arme Christoph musste das zusammensetzen. Der hat sich wirklich abgequält. Aber das ist ein tolles Vogelhaus. Nur ich warte jetzt auf die Piepmätze. Ich wollte das ja haben. Ich habe hier ein wunderbares da unten, also diese Kugel, aber nur die kleinen Vögel reinkommen. Aber jetzt habe ich gesehen, dass die Drosseln da rein wollen und können da nicht rein. Das ist zu klein, hier ist das große Vogel. Aber jetzt gucke ich immer und warte, dass da wirklich jetzt mal ein großer Vogel kommt. Ja, aber es kommt bestimmt einer ganz bestimmt. Wegweiser oder so. Oder muss einfach mal sagen, muss ich jetzt mal rumsprechen. Ne? Aber jetzt, glaube ich, haben die auch noch draußen, die kriegen... finden auch noch was. Ne? Ist ja auch noch keine Schneedecke da, Christoph. Richtig, ja. Und die kommt wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht. Ne? Manchmal, wir haben schon zu Ostern Schnee gehabt, und Weihnachten gar nichts. Und Ostern hatten wir Schnee. Richtig, ja. Das ist ja das Interessante in unserer Zeit, ne? Überhaupt im Leben. Dass man immer diese Überraschung, das ist ein Abenteuer, das Leben ist ein Abenteuer. Ja, ne? Natürlich, absolut. Ja. Und ich finde ja auch so Abenteuerlust, das ist ja auch wieder auf Veränderung. Mhm. Weil ein Abenteuer ist ja auch, man erforscht etwas Neues, ne? Das ist ein Abenteuer, das ist ein bisschen ungewiss, ist vielleicht ein bisschen Risiko involviert, ne? Man weiß ja nie, ne? Aber Abenteuer finde ich auch gut. Ne? Naja. Das Leben ist ein Abenteuer, ne? Das Leben ist ein Abenteuer. In diesem Sinne, ne? In diesem Sinne. Wollen wir mal Tschüsschen sagen? Auf das Abenteuer. Wir sehen uns dann nach Weihnachten wieder.
Nee, wollen oder wir nicht zu Weihnachten noch? Zu Weihnachten können wir auch noch machen. Ja, okay, zu Weihnachten machen wir was. Vielleicht, ja, wenn wir da am Tisch sitzen, bei unserem Mahl, bei unserem, können wir euch einladen, ne? Bei unserem Essen, ja. Okay, alles klar, bedanken wir uns für eure Zeit. Ja, Fröschen, komm. Liebe Grüße. Jetzt hast du das gesagt. Jetzt scheuchst du mich wieder, ne? Ich muss erstmal was einschenken hier. Ich nehme meine Zeit. Ach so. Ich nehme mir doch meine Zeit. Das ist doch das Allerwichtigste. Sich Zeit zu nehmen, ne? Bitte schön, meine Liebe. Danke schön, mein Lieber. Oh, ist doch schön, dass wir hier zusammen sind in der besinnlichen Zweisamkeit des Hauses. Ja? Und mir tut das jetzt schon leid, die ganzen Sachen wieder abzubauen. Ja. Weißt du, ich habe mich jetzt so dran gehört. Da gibt es so eine Geschichte von irgendeinem ganz berühmten Schriftsteller, ich weiß jetzt nicht, wo die Oma immer das ganze Jahr Weihnachten feiert. Die hat immer einen Weihnachtsbaum. Der hat immer einen Weihnachtsbaum. Bin immer ein Weihnachtsbaum. Wir haben jetzt diese neue. Ja, ne? Und die werden jetzt auch dranbleiben, auch während des Jahres. Ja, ne? Ja, natürlich. Ja? Das wäre wieder ein Akt. Die werden nicht wieder angesteckt, aber. Ja. Sehr schön. Ja, nichts. Ja, das hast du auch wirklich ganz toll gemacht. Ja. Man versucht ja hilfreich zu sein. Das hast du super gemacht. Okay, alles klar, jetzt haben wir es. Ne? Ja. Tschüss. Also, tschüss. Wir danken uns für eure Zeit. Ne? Also, alles gut. Weihnachten ist schön für jeden. Genau, richtig. Ne? Gut zu denken, gut zu reden, gut zu sein und gut zu tun. Das ist viel. Sei es uns beschert. Es ist ein Ziel mit Weihnachtswerden. In diesem Sinne. Hört. Tschüss.